Diese sechs schockierenden Bärenbegegnungen jagen Ihnen eiskalte Schauer über den Rücken. Nummer 6. Im Norden von Ontario war dieser Mann auf einer scheinbar normalen Jagd, als ein aggressiver Schwarzbär beschloss, ihn zu seinem Ziel zu machen. Zu Beginn des Clips sieht man, wie er langsam auf das Tier zuschleicht, in der Hoffnung, es aus der Nähe beobachten zu können. Verblüfft steht der Mann da, während das Raubtier sekundenschnell näher kommt. Was dann passiert, ist wirklich erschreckend. Voller Adrenalin und Angst rennt der Mann sofort davon. Wie? Merkt aber schließlich, dass er nicht mehr in Gefahr ist. Und stoppt die Aufnahme. Nummer 5. An einem frühen Morgen in Tennessee hatten diese Einheimischen plötzlich Besuch von einem neugierigen Schwarzbären, der leider nicht so ganz ausfiel wie erwartet. Bevor er etwas unternimmt, geht der Mann, der aufnimmt, tapfer auf seine Veranda, um das aufdringliche Tier hoffentlich zu verscheuchen. Camera. Back up! Go! Raw! Raw! Go! Raw! Was er tut, scheint glücklicherweise zu funktionieren, da der Bär sich langsam in Richtung seiner Einfahrt zurückzieht, als dies geschieht. Ja! Ja! Ha! 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 Da er offensichtlich keine körperliche Konfrontation mit dem Tier will, rennt er schnell zurück zu seinem Haus, um sich eine Pfanne zu schnappen und fängt an, laute Geräusche zu machen. Schließlich scheint das Raubtier die Nachricht verstanden zu haben und rennt in den Wald. Nummer 4. An einem schönen Tag in New Jersey bemerkte diese Frau einen neugierigen Schwarzbären, der in der Nähe ihres Hauses lauerte und kam ihm leider etwas zu nah. Sie beginnt das Video, indem sie zeigt, wie der Bär nur wenige Meter von ihr entfernt einige Eicheln auf den Boden frisst. This is a black bear in front of my house eating acorns. Great acorn crop this year. Irgendwann fühlt sich das Tier jedoch unwohl, weil sie in der Nähe ist und beschließt, dies zu tun. How timid these animals really are. See, that was a bluff charge. Bears get killed over this. And they always stop. Sie will ein paar gute Inhalte für ihr Video aufnehmen und beginnt zu versuchen, das Raubtier dazu zu bringen, sie erneut anzugreifen. Are you going to bluff charge me again and show people what a bluff charge is? That is saying stay away from me. There he goes. That is a bluff charge. No, you go. Nachdem die Frau den Grund für die falschen Angriffe des Bären weiter erklärt hat, hat sie schließlich das Gefühl, genug gesehen zu haben und versucht, das Tier zu vertreiben. Go! 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 Am Ende beschließt sie, das Raubtier in Ruhe zu lassen und zurück zu ihrem Haus zu gehen. Nummer 3. In Alberta, Kanada, wurde die Bogenjagd zweier Männer komplett ruiniert, als ein paar Schwarzbären entschieden, dass sie für eine Mahlzeit fällig wären. Das Video setzt ein, als einer der Raubtiere die Männer von dem Ast direkt unter ihnen misstrauisch anstarrt. Nach ein paar äußerst angespannten Minuten beschließt leider ein zweiter Bär, sich dem Geschehen anzuschließen. Und hier nehmen die Dinge eine wirklich böse Wendung. Zu ihrem Glück entscheiden sich die Raubtiere dafür, ihre Mahlzeit aufzugeben und vollständig aus dem Gebiet zu fliehen. Nummer 2. Auf einem schneebedeckten Berg in Rumänien wurde ein Skiausflug eines Mannes leider abgebrochen, als ein feindlicher Braunbär beschloss, ihm nachzujagen.
Der Clip beginnt damit, dass eine Gruppe ahnungsloser Skifahrer stehen bleibt, um einen Bären zu beobachten, der sich ihnen neugierig vom schneebedeckten Pfad vor ihnen nähert. Prietenos, nu venim cu acă, nu, nu suntem prieteni chiar așa. Haide, haide. Der Mann erwartet höchstwahrscheinlich, dass der Bär dort bleibt und ihn in Ruhe lässt und beschließt, seinen Skiausflug fortzusetzen, bereut seine Entscheidung jedoch sehr schnell. Nu ai voie aici. Nu e voie. Pau, ursulică! Haide! Full! Jetzt macht er sich ernsthafte Gedanken um seine Sicherheit und fährt so schnell er kann wieder den Berg hinunter. Aber das Raubtier weigert sich leider, ihn so einfach gehen zu lassen. Die intensive Verfolgung dauert noch einige Minuten, bis der Mann schließlich an einer anderen Gruppe Skifahrer vorbeikommt, die sich ebenfalls sofort zurückziehen. Atenție că vine ursul! Haideți, dați-i drumul ușurel! Am Ende fühlt sich das Tier höchstwahrscheinlich müde und beschließt, diese Menschen ein für alle Mal in Ruhe zu lassen. Nummer 1. Im Katmai National Park wurde eine vergnügliche Expedition unerwartet zu einem Albtraum, als eine riesige Bärenmutter in Begleitung ihrer beiden Jungen beschloss, diesen Touristen einen Besuch abzustatten. Sie beginnen zu filmen, nachdem sie die Bärenfamilie entdeckt haben, die unglücklicherweise von der Küste zu ihrer Rechten auf sie zukommt. Guys, let's move down this way, just real slowly, as far as you can. I just want to give her some room to go by. Alle Touristen bleiben weiterhin vor Angst erstarrt, als die völlig furchtlosen Bären jetzt gefährlich nahe an ihnen vorbeilaufen. Glücklicherweise fühlten sie sich nicht von den Menschen bedroht und beschlossen einfach weiterzugehen, was alle sprachlos zurückließ. Danke fürs Zuschauen bis zum Ende. Schau dir dieses andere Video an, das dir sicher Gänsehaut bescheren wird. Ich sehe dich dort.